Und ich will einmal ganz kurz etwas zu diesem Thema sagen, was mir hier nonstop geschickt wird, was auch schon auf Trash-Seiten kursiert. Was Lena geschrieben hat bezüglich Reality Backpackers. Leute, ich sag euch einmal, ein letztes Mal allgemein für alle, bitte hört auf, mich mit solchen Themen zu langweilen. Das ist keine Ahnung, wie lange her? Ich weiß es gar nicht, über ein halbes Jahr, länger noch. Tommy und ich waren da nicht zusammen und ich verstehe auch ehrlicherweise nicht, was das soll, dass irgendwie in so einer Fragerunde oder auch in einer Wiedersehensshow fällt für mich nämlich genau in die gleiche Kategorie, wie was eine Selina abgezogen hat. Wenn ihr so krass Girl Support Girls wärt, warum habt ihr mir dann nicht vor Monaten geschrieben, wenn ihr mich doch so warnen wolltet? Verstehe ich nicht. Warum müsst ihr dann jetzt Storys machen? Warum wartet man bis zu einer Wiedersehensshow? Wann Tommy und ich genau zusammengekommen sind, was er und ich in unserer Kennenlernphase miteinander besprochen haben, das geht niemandem was an. Also, das sind für mich alles keine neuen Nachrichten. Ja, okay, cool, oh mein Gott, ihr wurdet eingeladen. Keine Ahnung, hat mit euch geflirtet, was weiß ich so. Ich muss es jetzt nicht aussprechen. Ich weiß, was dort passiert ist. Aber Fakt ist, das geht einfach niemandem etwas an, außer ihn und mich. Und es ist schon lange vorbei. Und außerdem ist das passiert, als wir kein Paar waren. Wir waren nicht exklusiv, wir waren nicht fest ein Paar, so wie jetzt. Und nochmal, bitte, langweilt mich nicht mit so einer Scheiße. Und auch die ganzen Frauen, die aus den Ecken kommen und sowas sagen. Wenn ihr mich hättet schützen wollen oder ihr hättet es gut gemeint, hättet ihr mir schreiben können. Das ist Bullshit. Und bitte hör auch auf so zu tun, als hättest du es nicht gewusst, dass er und ich uns kennenlernen. Ja, mag sein, dass du ihn als Single kennengelernt hast. Oder ich weiß nicht, was er dort erzählt hat. Ist mir auch ehrlicherweise scheißegal. Aber man muss nicht so auf unschuldig machen. Wie gesagt, wäre man Girl Support Girls, hätte man mir Bescheid sagen können. Du bist eine sehr gute Freundin von Michelle. Michelle war eine sehr gute Freundin von mir. Christina war, Cosimo, Cecilia, die waren alle in The 50, wo er und ich uns schon kennengelernt haben. Das heißt, du wusstest das und das war dir egal, was auch in Ordnung ist. Aber dann bitte, kommt nicht so um die Ecke und genau wie auch Selina und tut so, als ob ihr mir irgendwas Gutes wollt. Das wollt ihr nicht. So, sonst hättet ihr mir geschrieben, privat und nicht so. Deswegen tut mir bitte den Gefallen, hört auf mich damit zu langweilen. Es geht mir wirklich auf den Sack. So, das ist auch das Einzige und Letzte, was ich zu dieser Sache sage. Tommy und ich sind jetzt ein Paar und das war's. So, ich glaube, ich muss mich dann doch nochmal zur Fragerunde gestern äußern, ne? Ich habe nämlich die Storys zugeschickt bekommen und ist alles nachvollziehbar, was da gesagt wird, aber kompletter Bullshit, was auf mich bezogen gesagt wurde. Erstmal dieses Girl Support Girls, fand ich ein bisschen schwierig, muss ich ehrlicherweise gestehen, weil man sollte nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt, ne? Da hat man ja schon das ein oder andere gesehen und auch gehört. Was demnächst halt kommen wird, werdet ihr ja auch alles sehen. Deshalb finde ich immer ein bisschen schwierig, dann direkt so zu kommen und immer anderen Frauen direkt die Schuld in die Schuhe zu schieben, obwohl da ja dann auch im Endeffekt zwei dazugehören. Zu der Sache, dass man sich ja jetzt erst dazu äußert und alle Frauen kommen aus ihren Ecken gekrochen. Ja gut, dass er das nicht nur mit mir so gemacht hat. I'm sorry, tut mir leid, dass er in seiner Single-Phase da so mit so vielen Frauen war. Tut mir auch leid für dich, aber da muss man damit rechnen. Wenn so Situationen kommen wie jetzt, dass eine Sendung ausgestrahlt wird und die Leute fragen, dass man darauf auch antwortet. Und ich meine, ich habe noch viel Glück gewünscht und habe einfach ehrlicherweise so geantwortet, wie ich es empfunden habe. Und die Sache, von wegen ich hätte von ihr gewusst und mich trotzdem auf ihn eingelassen, fand ich ganz schwach, weil sie war nicht dabei. Sie weiß gar nicht, was da gesagt wurde. Und ich glaube, es können alle aus dem Format bezeugen, dass wir mehrmals gefragt haben, ist da was mit ihr, weil Germany Show ist schon gelaufen. Die andere Sendung ist übrigens zu dem Zeitpunkt auch schon gelaufen. Und er hat mehrmals gesagt, nein, da ist nix, ich bin Single. Und wenn ein erwachsener Mann dir das sagt, ist es dann nicht ein bisschen verrückt, wenn ich dann ein auf Girl Support Girls gemacht hätte und wie so eine Gestörte ihr geschrieben hätte, hallo, bist du jetzt noch mit Tommy? Ja, ich muss dir jetzt was sagen. Und ihr, also, wer ist sie, dass ich ihr dann schreiben muss, wenn ein erwachsener Mann mir sagt, ich habe nichts mit der Frau, da ist nichts,
wer ist sie dann? Im Endeffekt wäre doch sowieso alles, was ich nach dieser Situation gemacht hätte, falsch gewesen. Dann hätte ich ihr geschrieben, würde es nachher heißen, du gönnst uns das nicht und du willst alles kaputt machen. Aber wenn wir auch mal anders überlegen, er hat mich angelogen und anscheinend sie ja auch. Aber nee, sie sagt ja, sie weiß ja alles angeblich, was da war. Und dann frage ich mich, hätte sie mir nicht auch schreiben können? Denn ich dachte, ich lerne ihn kennen. Das sage ich euch ganz offen und ehrlich. Und wir hatten auch nach, Kampf wollte ich gerade sagen, Reality Backpackers noch Kontakt. Und kurz danach sehe ich durch Instagram, dass Paulina auswandert. Und da frage ich mich halt auch wieder, passt das gerade so gut zusammen, dass man da noch in der Kennenlernphase ist? Wandert man dann direkt für einen Mann aus, kündigt seine Wohnung, weg von Deutschland? Und zu guter Letzt verrate ich euch auch noch, warum ich mir so dumm vorkam. Einfach aus dem Grund, weil wir nach Reality Backpackers telefoniert haben. Ich bin ja auch nicht dumm. Ich lasse mich auch ungern verarschen und habe dann die Beiträge gesehen von den ganzen Trash-Seiten. Paulina wandert aus, will nach Frankreich. Und da habe ich ihn sogar noch gefragt. Du, sag mal, ist das jetzt wegen dir? Was ist denn da? Sag mir das doch ruhig. Nein, da ist nichts. Sie wandert nicht für mich aus. Da ist nichts mit ihr. Wie kommst du immer da drauf? Hat noch darüber gelacht sogar. Wo ich mir so denke, und damit kommen so Männer durch. Diese Story, die ich jetzt hier mache, die hat nichts damit zu tun, dass ich der Paulina jetzt einen reindrücken will. Sie weiß ja anscheinend schon alles. Sie hat ja alles, anscheinend hat Tommy ihr alles erzählt. Es geht mir nur darum, dass ich mir denke, dass Männer immer damit durchkommen, Frauen für dumm zu verkaufen und dass sie sich dann immer alles schönreden, das ist einfach, das ist für mich ein Rätsel, wirklich.